Hallo meine Damen und Herren, hier ist wieder Stefan Fleischhacker mit meinen Geschichten über das Theater Leo in Wien. Angefangen haben wir ja tatsächlich in einem Kohlenkeller, aber wir waren ziemlich schnell pleite und so hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich wieder in Schwung kam und schließlich haben wir das neue Leo in einer Tapeziererwerkstatt eröffnet und sind jetzt in einer ehemaligen Bäckerei. Also nach dem Motto, Theater spielen kann man überall. Und in den ersten Jahren haben wir sehr viel, wie gesagt, sogenannte Schlager aus der Zwischenkriegszeit 20er, 30er Jahre gemacht, aber auch Wiener Lieder, viele Wiener Lieder, und sogar italienische Canzoni, glaube ich, französische Chansons. Und da war und ist immer noch Antonia Lersch, eine der Stützen sozusagen des Hauses. Denn sie hat zum Beispiel, was Wiener Lieder betrifft, einerseits eine große Sammlung zu Hause von Wiener Liedern, von alten, von neueren. Und ist auch immer wieder in Archive gegangen, um Lieder auszugraben. Eine sehr intensive Arbeit war die Suche nach den toten Liedern. Denn wir wollten ein Programm machen, Tod in Wien. Lieder, die vom Sterben handeln und die aber andererseits so gut zum Wiener und zu Wien passen. Und da hat sie ziemlich viel Bemerkenswertes gefunden. Die Uraufführung dieses Stückes war übrigens auf Anregung von Antonia Lersch im Bestattungsmuseum der Stadt Wien mit livrierten Bestattern also, und Fackeln und allem Möglichen. Also es war ein Fest. Und diese Linie von Kabarett, kabarettistischen, erzählten Geschichten, die haben wir ja bis heute beibehalten. Man muss für keine Minus sein, Männer zu führen.
Religionen gibt es wiederum Personen. Es ist nicht zu glauben, doch es stimmt aufs Haar. Die sind im Urlaub, sind am Strande, liegen dort im heißen Sande. Wollen ruhen, wollen rasten, nur nicht jagen, nur nicht hasten. Deshalb sind sie auch nicht fleißig, bleiben zu Arbeit von den 777.737. Nur noch 14 übrig. Na, das ist doch klar. Mit der Licht, Gottes.